Wow. Ja, hallo Freunde, zurück zu Let's Play. Ach da, Rennstrategie. Formel 1 2012. Der Stop soll in Runde 6. Nee, Moment, die Hälfte von 15 mehr 7, 8. Dann fahren wir 7 Runden. Beziehungsweise in der 7. Runde kommen wir dann rein. Obwohl, nee, machen wir 8, weil, ja. Bisschen riskant. Bei einer vorsichtigen Benutzung bist du mit zu sehr im Sprint unterwegs, dadurch wird das Auto schwerer und langsamer. Ein Teufel musst du, ich bin voraus, wenn das Rennen nicht am Auge behalten. Bei einer normalen Benzin erreichst du problemlos das Rennenende, wenn du darauf achtest, im Rennen nicht allzu viel Sprit zu verbrauchen. Bei einer aggressiven Benzin ist das Auto mit wenig Sprit unterwegs, dadurch wird es leichter und schneller. Gleichzeitig muss der Fahrer den Spritverbrauch jedoch sehr genau im Auge behalten. Nee, das ist mir zu doof. Machen wir normal, das ist okay. Zurück. Huch, nee. Wir könnten natürlich jetzt noch 3 Boxenstops einbauen, aber brauchen mache ich nicht. Brauchen wir nicht. Ja, Rennen Nummer 1. Was ist das denn hier? Vorsichtig, achso, aha. Aggressiv, ja, schön. Ja, schönes Auto. Ja, kann ich leider nicht drehen. Tuning! Nee, kein Bock. Ansonsten denke ich mal, war's das? Wir beginnen das Rennen. Wir starten von der Pole, wie ihr gestern gesehen habt, haben wir es dann doch geschafft mit einer Zeit von 1:32 irgendwas. 6 oder so. Keine Ahnung. Und jetzt fahren wir hinaus auf die Strecke. So. Was ich nicht mit aufgenommen habe eben, das wusste ich nicht, da habe ich noch gejubelt, dass ich auf Pole bin. Aber, naja. Das ist, glaube ich, nicht so. Dies ist dein erstes Rennen. Sei schön vorsichtig, dann kannst du garantiert ein gutes Ergebnis einfahren. Viel Glück! So, einmal mit Kers hier die Hälfte davon wegbraten, so. So. Und jetzt alles ohne DRS. Natürlich jeder erstmal, aber das kann in einer Hinsicht natürlich praktisch sein, dass man nicht so schnell ist und schneller halt auch dementsprechend dann bremst. Aber natürlich ist man auch langsamer. Ja, logisch. Wenn man nicht schneller ist, ist man halt nicht. Na gut. Man ist halt langsamer und kriegt nicht so eine Zeiten hin, die man im Training und Qualifying hat. Das ist aber natürlich bei jedem so. Aber für mich ist es halt praktisch, ich kann besser lenken. Bremst halt muss nicht so, ja. Man kann halt schneller, man kann schneller durch die Kurven, gefühlt natürlich. Man fährt natürlich gleich eigentlich. Aber man muss halt nicht so stark bremsen immer. Oder nicht so früh bremsen, kann man natürlich. Ja. Jetzt habe ich wieder keinen Kers für die letzte Kurve hier. Das ist immer sehr geil. Naja. Gut. Man sieht schon, ich bin schneller als die. Nee, glaube ich nicht. Bei dem Wetter, meine Güte. Ich meine, guckt euch doch mal diese Regenwolken an, die da oben sind. Hammer. Wow. Ja, das war schlecht. Da habe ich eine Menge Zeit verloren. Nein, den lassen wir nicht vorbei. Ganz sicher nicht. Ach, Mist. Nee, Mann.
Natürlich bin ich noch eine Sekunde schneller als die erste Runde, aber das liegt halt nur daran, dass wir eben gestartet sind aus dem Stand und somit halt auch keine Startzeit, kein Blablabla haben. Mann, der greift an. Und zwar aggressiv. Gut. Naja. Ich muss auf jeden Fall in dieser Runde jetzt das so packen, dass der eine Sekunde hinter mir ist. Alonso hat die schnellste Runde. Ja, ich habe auch total verkackt. Hamilton kann sie gar nicht haben, weil er durch mich aufgehalten wird. Mein Ziel haben sie auch ziemlich hoch gesteckt. Die haben jetzt gesagt, werde Erster. Ich meine, okay, ich bin auf Pole, aber trotzdem, das hat doch nicht unbedingt so viel zu sagen. Es kann sein, dass er einfach eine Runde gut war. Ich bin ja nur jeweils in den letzten beiden eine Runde gefahren. Die sind aber sehr optimistisch, muss ich wirklich sagen. Fuck. Wow. Digga, ich kotz gleich, Mann. Ich verstehe es nicht. Ich gebe nicht mehr Gas. Ach, ich fange von hier hinten an, dass es geht. Ich gebe dann nicht mehr Gas und trotzdem rutsche ich einfach nur weg. So, er darf nicht an mir vorbei, sonst ist er nämlich weg. Das ist ganz oft so. Das kenne ich einfach zu Genüge. Wenn ich einfach nur, wenn er an mir vorbeikommt. Dann ist er einfach mal so schnell weg. Jetzt hat er DRS offen. Aber glücklicherweise hat ihm das nichts gebracht. So. Ja, das war auch wieder grandios, viel zu weit innen gefahren. Das war, glaube ich, mit so das erste Mal, dass ich die Kurve gut genommen habe. Die eine da. Die einer ersten beiden Runden bin ich ja total. Ja, doch, die ersten beiden und ich weiß nicht, wie es in der dritten war. Knapp, das ist jetzt schon fast eine Sekunde, also sag mal nix hier. Knapp. So. Warum auch immer ich da immer so viel Kers verbrauche. Ey, wie der immer da raufkommt, wie der immer an mich rankommt, das ist unglaublich. Aber jetzt ist er wieder weit weg. Jetzt hat er zwar wahrscheinlich Kers offen, weil er eben durfte. Aber, naja. Holy shit. Jetzt hat auf einmal Maldonado die beste Zeit. Naja, gut. Meine beste Zeit ist auch top. Also 1,36 ist ja mal richtig schlecht. So, ich zerstöre meine Reifen ziemlich gut, indem ich einfach mal seitlich durch die Kurve drifte. Aber das ist jetzt nicht so wild.
So, das ist meine Zustandsanzeige hier auf der rechten Seite. Das heißt, keine Ahnung. So orange, weiß ich nicht, was es bedeutet. Nein. Das nervt. Also ich meine, ich verstehe nicht warum. So. Ich habe nur gebremst. Ja, liegt wahrscheinlich an den Reifen, kann ich mir gut vorstellen, dass die sehr alt sind schon. Und deshalb auch weniger Grip haben als normal. Aber ich muss mit diesen Reifen noch aushalten. Das ist auch immer doof. Ich habe jetzt halt keine Möglichkeit, mich so wirklich zu verteidigen. So, ich kann nur Gas geben. Und Kers. Aber Kers ist auch nicht so pralle, weil, weiß ich nicht. Weil das will ich ja für andere Dings benutzen. Das Einzige, wo ich wirklich punkten kann, sag ich mal, wo ich wirklich Zeit rausholen kann, ist in den Kurven, dass ich dann halt später als sie, als mein Verfolger bremse, was ich ja eigentlich immer mache. Deshalb bin ich ja eigentlich auch so schnell, das ist es ja. Hier zum Beispiel, da bremsen die alle ein bisschen früher, oder allgemein bremsen sie da, ich fahre da volle Kanne durch. So, in der, auf der Geraden, da habe ich halt gegen die eigentlich keine Chance, weil die meisten, weil die gut, keine Ahnung, wie viele km/h schneller sind. Okay, Hamilton ist gerade in die Box anscheinend. Ne, Button ist in die Box. Hamilton wurde anscheinend von Button überholt. Doch. Das ist mir egal, die müssen aufpassen. Ich habe hier Vorfahrt. So, Hamilton ist jetzt gerade eine Sekunde hinter mir, aber was? Oh, scheiße. Ich habe gerade total darauf geachtet, dass er neben mir fährt. Weil der auf einmal da ankam. Ja, geben wir hier mal Gas. Hä, was mache ich denn für eine Scheiße hier? Wer? Achso, Paul DiResta, ja. Gott. Deine Reifentemperatur ist genau richtig. Na, wenn das so ist, freut mich. So. Ich komme, glaube ich, in der achten Runde. Das heißt, nächste Runde fahre ich in die Box und kriege dann meine harten Reifen. Hamilton weiß ich gar nicht, was mit dem gerade ist. Der muss wahrscheinlich noch mal rein. Der kommt, denke ich, mal jetzt rein. Ich weiß es natürlich nicht, aber ich denke mal. Wir haben die zwar nichts gesagt, aber ich glaube, die sagen auch nicht immer was. Behindert, Mann. Ja. Hamilton ist jetzt rein. I know. Hoppla. So, jetzt bloß keine Fehler mehr machen, weil ich glaube, ich habe keine Rückblenden mehr. Ich muss jetzt so gut versuchen, eine gute Runde hinzukriegen. Ach, verdammt! Ja, eine gute Runde, genau.
Die wird so schlecht, die Runde. Das wird eine meiner schlechtesten bestimmt. Ja, hier. Ich meine, fast eine Sekunde schlechter als meine, ich weiß nicht, letzte oder beste Runde. Ist auf jeden Fall mega schlecht. So. Ja, witzig, hier ist keine Boxeneinfahrt, du Holzkopf. So. Mein Benzin reicht noch für zwei Runden anscheinend. So, hier bremsen und jetzt dieser blauen Linie folgen. Ah. Mist, ich wollte mit Kers fahren, aber hier kann ich keinen Kers benutzen. Ach ja. Schnarch. Los, go, go. Jawohl. So. Denk beim Rausfahren an die weiße Linie, sonst kriegst du eine Strafe. Ja, leck mich doch. So, ausgezeichnet. Renntempo, aber die Reifen müssen noch auf Temperatur kommen. So, ja, wir haben glücklicherweise es sehr gut geschafft. Wir glauben, dein Hintermann fährt jetzt mit voller Drehzahl. Er versucht, die Lücke zu schließen. Ach, ich fahre auch so schlecht gerade. Ohne Scheiß, ne? Haben wir so eine Kacke hier zurecht? Du hast 3 Sekunden Vorsprung auf deinen Verfolger. Wir müssen diesen Abstand halten, damit er keinen Überholversuch starten kann. Ja, genau. Weil sonst hat er nämlich DRS und das ist Kacke, aber der wird eh rankommen. Ich muss halt versuchen, wirklich die letzten Runden jetzt auszuhalten und keine großen Fehler zu machen, wie zum Beispiel einfach mal von der Strecke zu fliegen. Und wie gesagt, ich glaube, ich habe keine Rückblenden mehr. Ja, siehst du, da ist er schon wieder ran. So. Jetzt wird er seinen Flügel geöffnet haben. Und dann kommt er da gleich ran. Oh, Alter. Irgendwie ist... ja, Button. Leck mich doch. So, noch ein bisschen Kers. So, schneller als sonst gefahren. Also schneller als vorher. Ne. Gut, dann mal ein bisschen Gas. Ach ja, naja. Ihr könnt mir auch gerne schreiben. Ja, ich versuche es ja. Wird nur nix, Penner. Ihr könnt ja auch gerne schreiben, ob ihr das noch zu unrealistisch findet, dass hier auf einmal so ein, ich weiß nicht, wie die Typen heißen, wie das Team heißt, dann schon auf dem ersten oder ich gleich am erstes Rennen auf dem ersten bin, ob ich dann halt Schwierigkeitsgrad einstellen soll oder halt was ich genau noch einstellen soll. Ich kann ja alles umschalten, das ist ja alles wunderbar. Könnt ihr gerne schreiben.
Du, du, du. So, dann einmal. Das wird jetzt die ganze Zeit so sein, dass ich nur gejagt werde und ich überhaupt keine Möglichkeit richtig habe. Ja, macht er jede Runde DRS nutzen. Kommt nur nicht vorbei, der Idiot. Aber irgendwann wird das, denke ich mal, auch schaffen, wenn es so weitergeht. So. Und dann werden wahrscheinlich alle vorbeiziehen. Ja, nicht unbedingt alle, aber schon eine Menge Leute könnten dann vorbeikommen. Ja, schön. Ich weiß nicht mal, wie man die Drehzahl oder wie man das einstellt, wie man fährt. Also man, es gibt hier zwar so ein Schnell-Setup-Dingbum, aber da kann ich nur die... nur einstellen, was beim nächsten Boxenstopp rein soll, sozusagen. Moment, das kann ich ja mal eben machen, hier. Da kann man Benzin, Reifen und Bremsen einschalten. Einstellen. So, du dumm, neutral, aha. Vielleicht kann man da beim Sprit oder beim Benzin halt das einstellen, wie man fährt. Bäh. Penner. Ich meine, aber trotzdem, wir haben hier das Ziel Erster. Das ist mein erstes Rennen, nur weil ich auf der Pole bin, sagen die gleich, ja, du musst Erster werden, das ist dein Ziel. Klar ist das mein Ziel, aber... ne? Vom Team das Ziel... Ich würde eigentlich eher sagen, ja, beim ersten Rennen tu dein Bestes. Und nicht unbedingt, ja, gewinn. Wenn nicht, fliegst du raus. Das wäre natürlich noch das Beste. Ah, nicht von der Strecke, nicht von der Strecke, nicht von der Strecke. Wow. Ja, hier auf der Geraden kommen die leider immer sehr gut dran. So. Du, 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 du. So. Ah, verdammt. Ja, super. Na, ah, geht noch. Geht noch, geht noch. Das war eben... ich muss ein bisschen Kehrs, damit ich ein bisschen wegkomme von dem. Ah, der wird gleich wieder da sein. Hilfe? Ja, mal schauen. Habe ich noch einen? Ne. Oh, einen habe ich noch. Geil. Sauber. Okay, dann muss ich da... naja, am besten bis hier. So, jetzt wirklich aufpassen. Gut, es sind nur noch zwei Runden. Gut. War zwar nicht perfekt, die Kurve genommen. Ja, zwei Runden vor Schluss ist auch cool. Naja. Rosberg hat die schnellste Runde. 1,33. So was kriege ich nie im Leben hin. Ich habe 1,34. Na gut, ich darf auch kein bisschen DRS einsetzen. Das ist auch ein bisschen, ne? Aber trotzdem. Ah! Bleib auf der Ideallinie.
So. Habe ich ihn gut abgewehrt. Das kam mir irgendwie sehr strange vor. Als wenn der irgendwie in die Wand gefahren wäre, aber das ist er wohl nicht. Das Lenken ist hier irgendwie momentan nicht so geil. Ich weiß nicht, woran das genau liegen könnte. Naja. Ups, so. Okay. La 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 la. Rosberg geht gerade ab. Der überholt mich noch. Ich weiß nicht mal, wo der ist, aber egal. Rosberg überholt mich noch. Mann, oh Mann, der kommt nah, verdammt. Ich will nicht jetzt noch unbedingt in der vorletzten Runde überholt werden. Das wäre sehr ungeil, um ehrlich zu sein. Okay. Halbe Sekunde Lücke. Ich habe das Gefühl manchmal, dass deren DRS oder dass das DRS da irgendwie nicht so viel bringt. Er ist gerade vorbei. Aber ich kann wieder zurück. So. Oder vielleicht können die da vielleicht DRS auch aktivieren? Naja. Na gut, die kommen auch immer aus dem Windschatten und alles, aber naja. Die scheinen jetzt ordentlich Gas zu geben jetzt, die Penner hinter mir. Puh, okay, ruhig bleiben. Keine Fehler bauen. Riesenfehler könnten mächtig bestraft werden. Sowas zum Beispiel. Ist sehr schlecht. In der letzten Runde ohne Rückblende. Alter, Leute. Der Lewis ist hinter mir. Okay. Puh. Jawohl, das müsste der Sieg sein. Jawoll! Hammer. Okay. Rester wurde 13. Naja. Okay, aber ich bin Erster. Yeah. Oh. Superleistung, Superleistung. Du hast das ganze Wochenende dominiert. Pole Position und Rennsieg. Fantastisch. Oh. Okay. Ich bin gerade fast umgekippt. Gut, mal schauen, wo sind denn die Leute? Oh, Siegerbeute. Mal schauen, ob wir noch mehr Trophäen kriegen. Schumi ist gerade ist auf dem 12. Leider keine Punkte dementsprechend. Vettel, wo ist denn der Weg zum Sieg? Wo haben wir denn Rosberg da hinten? Meine Güte. Von vorne. Ja, wahrscheinlich Pole-Sieg. Als Pick. Rosberg, der scheint aber ziemlich, naja. Da hinten ziemlich einsam gewesen sein. Daniel Ricciardo ist anscheinend rausgeflogen. DNF, ich weiß nicht genau, was das heißt. Grid, also die Startposition wahrscheinlich. Katikean, 24. Das war der letzte. Ja, sauber. Vettel ist vom 2. gestartet und ist dann auf dem 5. gelandet. Okay, mal schauen. Achso, hier haben wir die Tabelle. Du hast dich an die Spitze der Fahrerwertung geschoben. Mach schön weiter so. Ja, versuchen wir. Wunderbar. Erster Konstrukteure. Da können wir natürlich nicht so gut sein, weil immerhin
die Rest da keine Punkte eingefahren hat. Und Vodafone McLaren, ach nee, Mark Webber war ja der zweite. Button, der ist noch, wow. Button hat noch verkackt, wusste ich gar nicht. Der war die ganze Zeit Zweiter und dann ist auf einmal doch nur Vierter. Okay, dann fortsetzen. Jetzt gibt's noch die Jubelei und so. Aber leider keine Dings. Da sieht man auch schön meinen Helm. Leider keine Siegerehrung. Finde ich ein bisschen schade. Hätten sie ruhig noch mit einbauen können. Aber naja. Gewonnen! Yay! Traumhaft! So. Let's Play holt historischen ersten Sieg. Wieso historisch? Okay. Merck Let's Play konnte sich gestern in die Geschichtsbücher eintragen, als er in Melbourne schon in seiner Debütsaison seinen ersten Sieg holte. Dies ist bisher nur wenigen Fahrern gelungen, von denen aber einige später sogar die Formel 1 Fahrerweltmeisterschaft gewinnen konnten. Irgendein Malaya, was auch immer, der Boss von Force India sagte, ich freue mich wahnsinnig für Merck. Er hat den Sieg verdient, wie kein zweiter. Man darf gespannt sein, zu welcher Leistung Let's Play beim Rennen in Kuala Lumpur fähig sein wird. Ja, es ist voll des Lobes für Merck Let's Play. Teamchef von Force India, ich sag den Namen jetzt nicht, ich habe keine Ahnung, wie man das ausspricht. Ey, Malaya oder so, keine Ahnung. Teamchef von Force India ist nach einigen eigenen Angaben äußerst zufrieden mit dem Saisonbeginn. Wir hätten niemals gedacht, ein solches Ergebnis einfahren zu können, geschweige denn so früh in der Saison. Das war eine ganz hervorragende Leistung von Merck. Das Team ist absolut begeistert und die Feier wird wohl eine Weile dauern. Ja. Hier gibt's auch EP. Wir sind Level 2 schon. Schön. Ja, ich bin immer noch zweiter Fahrer, natürlich, aber egal. Gut, das Lesen, das mache ich dann in der Folge zwischen den, in der Wochenfolge. Ich werde das ja, wie ihr es wahrscheinlich merkt, eine Wochenfolge, eine, und dann immer halt Freitag, Samstag, Sonntag und dann wieder Wochenfolge, Freitag, Samstag, Sonntag und die Wochenfolge wird dann nicht so lange dauern. Naja, dann würde ich sagen, sehen wir uns. Was ist denn Myst? Müs? Streckeninfo? Moment. Das ist Sepang, Malaysia. Fahre die letzte Müs? Kurve bei nee, ja gut. Also wir sehen uns dann in der Wochenfolge. Wie das klingt, in der Wochenfolge. Naja, auf jeden Fall. Ist ja so. In der nächsten Folge. Bis dahin aber erstmal. Tschaußen.